Aufsitzen! Los, los, los! Ah, mach ja schön, Mensch, meine Fresse. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Heavy-Runde War Thunder. Mit mir, dem Michael Cooper und natürlich dem Mann, der jedes Kettenglied einzeln lutscht, den TH. Und wenn ihr mehr von Coopers sexy Stimme hören wollt, geht auf OnlyFans. Und natürlich mit dem Mann, der seinen Finger in jeden Lauf steckt, dem Sir Maxton. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, sag einfach, oh yeah! Da tue ich mich ja wieder verkaufen, das kannst du abbauen. Machst du das auch schon? Du musst dich hingeben, genau. Nimm mich, ich geb mich hin. Ach, könnten wir mal eigentlich wieder verlinken. Ich bin zwar nicht schwul, aber 20 Euro sind 20 Euro. Ja, dann halt lieber Kapitalist, das ist egal. Egal, da könnte man eigentlich mal wieder unsere alten Best-of-Warships-Dinger mal verlinken, fällt mir ein. Wo wir früher noch Warships gespielt haben. Egal, ja. Da haben wir auch drüber gequatscht. Wir können sie auch wieder spielen, aber irgendeiner weigert sich. Ja, wenn du immer realistische Seeschlachten gespielt hast in War Thunder, dann ist das wie, als würdest du wieder mit Enten in der Badewanne spielen. Machst du das nicht? Ich spiele da was anderes in der Badewanne. Gut. Wenn irgendjemand an deiner Badewanne vorbeikommt, wa? Ja. Das Vögelchen streichelt, das steht auf und spuckt ihn an. Da wäre ich vorsichtig, nicht, dass der dem den Hals rumdreht, das Nest anzündet und die Eier zertritt. Okay, den Witz hast du gut eingebracht hier, würde ich sagen. Sehr gut, ja. Das ist hier. Jetzt können wir losmachen. So, jetzt habe ich auch Phantomschmerzen, danke. Super. Ja, also Phantomschmerzen, dass es bei dir wohl nichts ist, hast du Schmerzen. Das finde ich gut. Achso, nein. Ich meine, weil ich habe ja eigentlich nicht, die sind nicht zertreten. Ist egal. Also ich mache es nur schlimmer. Der ist heute nicht mehr zu retten, ne? Ja, der ist nicht mehr zu retten. So, der Cooper will nämlich den M3L weiter erforschen. Ich müsste mal wieder ein paar Panzer erforschen, aber der hat natürlich noch nicht seine Glories. Deswegen, ja, forschen wir jetzt hier nochmal mit der und so weiter. Und deswegen, wer hat denn eigentlich? Ich klicke einfach mal auf bereit. Welchen M5 hast du mitgenommen, Tage? Den Stuart. Den kanadischen. Patrick? Ah, alles klar. Ach, der hat der wöchentliche Tage? Der hat wieder Fahrzeuge. Ja. Hättest du ja noch denken können, Max. Er ist doch auf der rechten Seite. Canadian Armored Division. Oh. Ist so ein Canadian Armored Division. So, können wir jetzt an die Anfang? Ich bin bereit, wer sind hier 7 Liter? Der Stuart 6 ist nicht in der Liste. Den gibt's nicht mehr. Wer hat mit Stuart 6? Dafür kann ich doch aber nicht. Doch. Nö. Ach komm, heute ist wieder TH-Bashing, dass er wieder seinen Kopf in den Marsch von der Schnecke hat. Naja. Fire. Das klang jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ey, Schnecke. Das ist schön glitschig. Und warum? Habt ihr das eigentlich auch früher gemacht? Ihr habt eine Badewanne voller Nacktschnecken gefüllt und musstet euch da reinsetzen und durftet keine Erektion kriegen? Du, also ich hab das Spiel auch gesehen. Das war, wie hieß er? Der komische Westhoferträger, ja. A oder C. Ja, oder, warte mal, wo, ah, ja, wo, ah, also oben starten links. Nee, mit unten links. Mit dem Hund 105er, ja, unten links, natürlich. Ich hab immer noch die Stimmen drin. Aufsitzen! Das immer los, los, los! Wie, die Schnecke? Aufreiten! Matthias, wartest du mal auf uns? Ich bin der, wenn ihr immer ewig braucht, um in die Spiele einzusteigen. Nee, gucken, wenn du mal alles drin haben. Wenn du besseres Matchmaking hast wie alle anderen. Du bist ja echt schneller als ich, Mann. Was stimmt denn mit dir nicht? Was stimmt mit dir nicht? So abgenommen? Willst du ein paar aufs Maul? Ich bin eigentlich Max, weil der schneller ist. Wir haben auch denselben Panzer. Au, was ist das denn? Achtung, von rechts ist sowas. Artilleriefeuer. Panzer, etwas gut, aber mit dem Schiff.
würde ich gerade schießen, scheiße. Nee, da hinten kommt du hin. Aber schieß. Alter, was ist denn das mit dem Artilleriefeuer hier? Ja. Schön, dass wir wieder absolut weit nach oben gerichtet sind. Boah, kriegst die Hölle. Ja. Eine ganze Schule nach oben. Super. Ja. Ich mache es wie die Vorhaut, ich ziehe mich zurück. Ja, wir haben uns ja auch heldenhaft wieder vor dich geopfert. Es stehen drei dicke 105er Schirme uns genau vor dir, da kannst du ja nicht getroffen werden. Oh, ich habe einen Bär neben mir. Abschluss Knilfe. Oh. Wieder Artilleriefeuer, leck mich doch. Nein, kein Artilleriefeuer, vorne ein Stück. Nee, das zeigt mir an, Artilleriefeuer. Ja, uns die ist. Nicht Cooper. Wir sind gestorben. Ja, also na klar. Was habt ihr denn mal? Uns habt ihr nichts von der Vorhaut gelernt? Scheiße, au. Da ist noch einer. Ein Dark-Soldat zieht sich nicht zurück. Dafür, dass wir alle in der Ecke rumhängen, haben wir zumindest alle Caps. Dann irgendwie noch nicht zoomen. Dann sehe ich nämlich auch keine. Ich sehe auch keine Flugzeuge, das ist interessant. Ja, aber ich kann nicht zoomen, ich sehe auch keine Fahrzeuge. Achso, da sind schon von uns welche. Ah, oh, fick die Hölle. Fliegt ihr? Nee. Ach, da war das Tier. Nee, Max, da war das jetzt. Zusammenarbeit, sehr schön. Hui! Ich hätte beide die Statue in den Arm getroffen. Wo hast denn die wieder gestreichelt? Alter, ist das ein... Die ist mit dem Bau von der A36 hab ich geschliffen. Kommst du doch nicht mehr lang vor zerstörten Panzern. Geht da was? Was bummst denn hier rum? Ja, klar. Ich bin durch. Ah, nein. Ja, ich hab's doch. Auf der Regen durchdrücken. Ich bin in meinem ersten Panzer. Ja, du hast dich ja zwischen uns beiden eingekeilt. Ich kann ja nicht treffen. Ich kann nochmal Flugabwehr spielen, damit ich weiß. Hier, jetzt kannst du mal in der Zeit kurz raussuchen. Weiß gleich. Kannst du mal kurz in der Einstellung suchen, wo die Zoom-Taste ist. Normalerweise ist sie ja auf rechter Maustaste. Ja. Oder war sie bei mir? Ist nicht mehr dort, oder? Nein, es ist ja alles wieder Standard. Bei Steuerung zu geben.
Steuerung, Bewaffnung, Sichtsteuerung. Au, jetzt hast du mich erwischt. Alter, aber gut gezielt, wo kommt das denn? Bei Sichtsteuerung ist ganz oben als erstes Zoom-Ansicht bei Panzern. Wie hat denn der das gesehen, der Drecks? Aber also, also ich hab aber... Aber im Echt, das ist ja hier ein Nashorn, ne? Was ist das für ein Mistvieh? So, wo seid ihr, du mal, ey, was? Zoom-Achse, Land. Ja, die ist beim Mausrad hoch und runter, das funktioniert aber irgendwie nicht. Ach ne, Flugzeug brauche ich ja. Ja. Flugzeug. Bei mir ist das auf der rechten Zoom-Achse, Zoom-Achse Luft. Das ist bei Sichtsteuerung, Flugzeug, bei direkt unter Kamera Y-Achse. Zoom-Achse Luft, nicht zugewiesen. Machst du einfach drauf und drückst auf rechts. Nicht zugewiesen steht da. Taste zuweisen? Richtung aus das, ja. Will aber nicht. Hey, jetzt bist du ja ein paar vorweg. Das ist nicht geht. Fuck, das ist ein fetter Kampf. Ja, aber es muss doch wenigstens auf rechter Maustaste zerstehen in den Einstellungen und auf nicht. Und auf. Und nicht auf nicht zugewiesen. Hm, ich hab recht mal das stellen. Ja, hab ich ja versucht. Kubo siehst du ja, dass hinter uns jemand ist. Wo hinter uns? Nicht genau da. Ein schwerer Panzer genau vor uns. Ja, ja, hab ich ja gesehen, aber der komme ich nicht durch. Das ist sogar zwei. Du hast doch wohl alles geschossen, du musst so durchkommen. Achso, scheiße, so falsch. Das war ein voller Erfolg, Kameraden. Das war ein. Also, ich kam mir vor, wie, ehrlich gesagt, wie masturbiert. Ja. Immer ein Stück vor, wieder zurückgezogen, ein Stück vor, wieder zurückgezogen, ein Stück vor, wieder. Egal. Alles klar, du hast Probleme. Gut, ja, komm, noch eine Runde. Komm, wir mal besser hier. Das war ein Gerammel. Ich bin ready. Gesundheit. Vor dem Leder. Muss das auf dem Leder noch bestätigen. Gleich. Teamleader sucht noch ein paar schöne Teamleader. Weißt du? Teamleader und Teamleader. Teamleader. Was? Gliedleader? Ihnen. Der Teamleader sucht in Teamglieder. Hast du das nicht verstanden? Ja. Alles klar. So, A, C. Ich werde C bauen. C, dann C. Alles klar, Herr Kommissar, mit den M. Fünf. So. Panzer. Spezialfolge. Nur mit Smoke-Munition wird geschossen. Stimmt, dem ist so. Aufsitzen, los, los, los! Ah, mach ja schön, Mensch, meine Fresse. Hallo! Hey, Kusemi! Hey, wir sind schneller als ein Churchill. Sieht diesmal gut aus, dass wir nur noch Load hier sind. Schneller als ein Churchill, sagt er. Findest du das jetzt was Besonderes, oder? Ja, ein bisschen. So, Max macht rechts lang. Sehr gut. Flanke verteidigen. Na klar. Dann verteidigen wir die Flanke. Dürfen wir es nicht schwerer werden hier. Reingehen! Ich gucke, ob ich kämpfe.
Da kommt was. Ihr werdet eingehen, wahrscheinlich. Rechts von dir. Boah, scheiße, da runter, ne, klar. Hast du? Ja. Ja, das kurze Rohr bin ich nicht gewöhnt. Ich hab unterm Boden geschossen. Ich hab ein GHE-Schottet. Was schon interessant. Au, bei mir kam was von der Seite. Ja, ein STKFZ, also ein Puma. Genau. Ach, fick, na klar, muss ich wieder einen scheiß Puma abkriegen. Der war halt fast hinter mir, Alter. Ja, ja, der ist genau vor mir. Hast du den vorher nicht gesehen? Ich hab den Treffer wohl gekriegt. Ich will, Dad, ich komm von links, von rechts, von überall. Ich will doch nicht, wo nur die Leute schießen. Du doch nicht, ich mein Max, weil Max will ja die Flanke sichern. Ja, die stehen alle hier oben. Dann sag doch mal was! wie gesagt, ich wär von vorne beschossen halt. Nee, du ja nicht, Thomas. Wir beide waren ja drinnen. Max hat ja die Flanke verteidigt, deswegen. Ja, ich bin gerade bei den Berg hochgefahren. Nee, dann sag doch, hast du nicht gleich gesehen. Ich will bloß wissen, ob du mich wieder ins Messer laufen lassen hast. Wie die letzte Panzerfolge. Da ist nirgends, wo jemand hinlaufen. Ich sitze doch im Panzer, warum soll ich ihn laufen lassen? Weil du vielleicht ihn laufen hast. Da oben steht ein DM. Da. Ja. Ich muss auf jeden Fall aus dem blöden Cap raus, ja. Wäre eine Idee. Wow. Ein Turm dreht mit da lange her, wir wissen. Danke, Churchill. Sehr wohl nicht. Bis jetzt ist vor dir das Feld frei. Also, da kann höchstens hinter dem Felsen was sein. Aber der Churchill war da ganz festen Überzeugung, ich steck den dicken Max weg. Oh doch, da schießt den auf dich, pass auf. Ja, wenn aber ich sehe den nicht. Da kann ich zumindest das Artillerie schlagen. Da kommt wieder ein Puma. Artillerieschläge. Und wo kommt denn der Drecksack? Genau vor mir. Die Steine. Oh, ein KV! Oh! Was will denn der hier? Ist bekloppt. Ich bin bloß mit dem leichten Panzer unterwegs. Ja. Au, was ist, hat mich wieder was? Was ist denn heute los? Ich erwisch den Scheiß. Ach, das war der Drecks-KV. Ich hab gesagt, KV genau vor dir. Ja, ja, ich hab den nie gesehen. Ich hab bloß den Puma gesehen. Den hab ich bloß in den Arsch geschossen. Also, geschliffen. Ach, leck mich doch. Naja, da bin ich jetzt schnell raus. Drecks-KV. Na toll, jetzt kann ich bloß mit der Flak einsteigen. Der Puma hält mich jetzt hier zurück. Der KV-1 wird aber vom Achilles oben geschossen. Wo ist denn der scheiß Puma für den Puma? Wenn du über den Hügel guckst, Thomas, also jetzt gerade zu mir kommst und über den Hügel guckst, kannst du den Puma beschießen. Schwierig, weil ich komme den Hügel wahrscheinlich nicht hoch. Nee. Nee. So. Das ist das erste Gauss, oder? Ja, Puma. Auch nicht. Ja, ja. Jetzt ist hier noch ein KV, sagst du? Genau, vor mir noch. Ja, Hillis hat noch Dauerfeuer. Dort hinten ist noch mehr, oder? Okay, der war schon tot. Ich sehe aber den KV hier rum. Und dahinter ist noch was. Ja, irgendwie oben auf dem Hügel, ne? Ne, ne, nicht auf dem Hügel. Direkt hinter dem KV steht noch was. Ne, da steht ein kaputter P4. Ja, nein, da steht noch was dahinter, Mensch. Ne, ich seh's aber von mir nicht. Doch, da ist noch ein STKFZ dahinter, direkt. Der KV hat eine kaputte Kette. Da ist noch ein STKFZ dahinter. Ah, jetzt habe ich's gesehen. Warte mal, ich kann ja mal genau dahinter Arti schlagen, ich weiß ja, wo sie stehen. Ja, hat er mir keine Kanone kaputt geschossen, super. Ich schau mal, auch mal Arti drauf direkt. Oh, bin auf der anderen Seite vom Stein. Ja, auf der anderen Seite vom Stein.
Ich sag's nur. Sicher, sicher, gell? Oh, ich bin verrutscht beim Klicken. Ups. Kopf einziehen, Max. Ich hab jetzt erstmal ein bisschen safe mit Nebel. Ja, also hinten auf dem Hügel, hinter dem KV, steht auch noch was. Ich hab ein paar Hits. Ah, hab ich auch. Ja, noch nicht wirklich Schaden machen auf dem KV. Du musst halt mit der Hohlandsgeschoss möglichst genau treffen. Aber ich muss ja erstmal laden, weil ich hab bloß noch zwei Mann. Ich hab schlechte Ladezeit. Ich hab das Hohlladungsgeschoss genau auf den Motor getroffen hinten. Aber ist nichts passiert. Versucht mich zu holen, kommt mich holen. Ja. Würde mich rummeln, also wenn du jetzt in den Hintern schießen kannst. Also ich hab den Wiederholungsgeschoss nicht hinten durchgekommen. Ich werd hier frontal gerommelt von dem KV-1 und du schießt ich da. Ich hab. Ach so. In der Luft rum. Du könntest zumindest versuchen, die Kanone kaputt zu schießen. Gut, Geschützverschluss kaputt. Marc. Wo ist er? Da ist er. Warte, ich hab gleich vollgeladen. Ich baller gleich drauf. Ich komm mit dem Flugzeug. Du musst jetzt frontal KV einziehen. Ja, dann versuch dahinter zu treffen. Der hat die Kanone kaputt. Ein Balling und alles. Ich flieg ja schon. Aber schnell eingezogen kann ich auch nicht. Hat er mich erstmal weggeschossen. Da hast du noch Zeit, hätte. Weil bloß weil es mein. Ich hab doch noch einen Beifahrer, verfickte Scheiße. Ja, jetzt war er weg. Oh, ich kann doch nochmal rein. Was? Okay. Nee, der Kaufhaus ist nicht weg. Der steht genau im Smoke jetzt. Ich glaube. Genau vor mir auf den. Ich versuche. Ah, das war zu weit links. Bedeutend zu weit links. Ja, genau auf den Smoke. Ich hab durch den scheiß Smoke nicht gesehen. Kommst du aber nicht weg, gesagt, ne? Genau, ich hätte noch genau Arti. Lebst du noch gut, oder? Hast du den Smoke geworfen? Nein, er. Ah, ist er tot? Ich hab gesagt, genau vor mir. Du hast ja bedeutend weiter links daneben geworfen. Hast du einen Tod gemacht? Wenn ich sonst dich getroffen hätte. Ja, nicht ziemlich getroffen, aber dann würde KV mehr tot. Er ist tot. Achso, weil ich habe nämlich noch Arti in dem Dingspanzer, in dem Schirm, in dem Stuhl. Ja, aber du solltest trotzdem herkommen. Ich ja, bin unser ja, an. Hittet ganz schön. Bin Alter, ist der Turm langsam. War der vorher schon so langsam? Ja, der ist langsam vom 105er. Irgendwas steht noch hier oder irgendwas hat mich hier aus dem Wald getroffen. Das sind Nebelgranate. Soll ich dir reparieren helfen? Hey, alles gut, ich bin ja wieder ganz. Naja, zu höflich. Wie gesagt, ich hab bloß. Platz 14. Was? Hatte sich so angehört, als würde genau links neben mir was stehen. Ich hatte in dem Moment keinen Schützen mehr. Da kommt ein Aids-Wagner. Ja, ich war zu schnell raus, das war ein bisschen doof. Gesundheit! Danke. Ja, die Pumas sind schon echt nervig. Ja, die sind halt nicht so groß, die können sich gut verstecken. Aber scheiße. Was ist denn die verkackt schnell? Also groß sind die schon, aber schnell halt. Ja, die sind dünn. Keine, haben nicht wirklich Panzerung, aber halt der. Die Kanone ist echt gut. Die geht fast überall durch. Die Hülle ist ganz schön groß, trotzdem von dem Puma. Das ist ein ganz schön großes Fahrzeug. Das ist ein Vierachser. Ja. Das ist ein großes Fahrzeug. Oh, was macht das? Das ist ein großes Fahrzeug. Für ein Auto vielleicht, aber nicht für ein Panzerfahrzeug. Also ich fahr zu A-Cappen. Mit dem Stuart. Ich starte jetzt mit dem Stuart. Sicher? Ja. Was ihr macht, ist eure Sache. Na, dann fahren wir alle zusammen mit dem Stuart oder was? Na genau, mit dem Stuart zu A-Cappen. Ich bin nicht dabei, Stuart. Dafür können wir doch nicht. Aber war ich trotzdem vor dir. Ach, schön.
Schön für dich. Und schön für mich. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Okay. So, dann werden wir jetzt gleich erstmal auf den anderen, Cap Arti werben. Zählst du nicht? Doch, die gerade cappen doch. Jo, Artilleriefeuer runter. So. Okay, Max ist dick, der hat genug Panzer. Achtung, von rechts kommt was. Was war das? Das wird wahrscheinlich ein Geschoss gewesen sein. Nee. Fahrzeug. Ich werde nicht. Wenn nicht hier mit hochkommt oder vorne hochfahren, ist so ziemlich tot. Wo siehst denn du was? Oder? Ja, I see. Siehst du, oder? Ja. Mein Rohr geht nie hoch. Ja, das Problem hast du auch manchmal. Angebot für eine Selbsthilfegruppe steht noch. Wo ist er denn? Ach, nö, ist schon gut. Ich kann damit leben. Da kommen wir von rechts. Scheiße. Bin jetzt ziemlich alone. I'm so lonely on my own. Oh Gott, hey, Schwein. Komm ich wieder so ein scheiß Dings. Was Schwein? Was ist Schwein? Was für ein Schwein? Bitte sag Schwein. Bitte sag Schwein. Wo seid ihr? Okay. Du wirst mal hier einen Kollegen abgeben. Au, 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 scheiße. Oh, ich hab genehmigt, ich bin tot. Ich bin tot. Hilfe, scheiße. Bist du auch immer genehmigt? Ja. Ach, die kommen jetzt von allen Seiten. Was für starke Fahrzeuge, die haben Panzer 4. Unser Insel. Wir sind jetzt halt nur ab Tier, oder? Ab Tier, down Tier. Also, ja. Der hat jetzt um mich rangebumst. Flanken wir die mal von der Seite. Ab down Tier. Na, ja, na, 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 ab down Tier. Wo kommt der NF2? Ja, klar. Ja, sag ich doch. Ey, der kann doch unten bei euch kämpfen, nicht bei mir. Jetzt nicht mit dem Commander oder was? Wir fahren. Mit dem Kack-Rieb mal so. Danke. Tschö. Kleines bisschen Schadenfreude. Wer ist neben mir? TH oder Max? TH. Aua, da kommt was von vorne.
da oben ist der Drecksack. Hilfe. Ja, jetzt bin ich weg. Scheiße. Ah, bin ich mal gut geflankt. Da auf dem Berg steht einer. Leicht rechts, vor, also vor uns. Oben drauf. Ich sehe nichts. Die sind doch schon wieder bei A. Panzer 3 mit langer Kanone, 5 cm. Der kommt runter. Ach, schön. Der kommt zu dir. Oh Gott. Ich bin unten dran. Ich weiß nicht, auf der Map, ich habe immer so Probleme, irgendwas zu sehen. Ja, ja, das ist hier hoch. Ich übersehe so viel auf der Map. Oho. Pass auf dich auf, Digga, hinter dir. Hat einen Crit. Ich hab mir am Turm getroffen. Der fährt Boah, hinter. Der fährt da, hinter. Ist er hoch. Ja, ich kann den nicht bekämpfen, weil mit meinen Hulldorns geschossen komme ich nicht durch den seine Seitenplatten. Au, der hat mich erwischt. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Was habe ich denn heute für ein Pech? Da wollte ich dir helfen. Nee, da steht noch ein fettes Nase und Jagddings da mit 8, 8 oder 7 langer. Könnte ein dicker Max sein mit einem 10-5er, oder? Ja, dicker Max hier. Scheiße, ich hau die mal durcheinander. Ja, ja. Der steht genau hinter den Scheißfelsen. Ah, das Mistvieh habe ich nie gesehen. Ich wollte mich mitjagen und da bin ich voll in den seine Falle gebumst. Scheiße. Wo steht der DM? Der steht genau zwischen den Felsen, oder? Wow. Es ist ja bloß einer auf der Map. Wo ich gerade war. Dahinter sind Felsen. Ich hab da nicht geguckt, wo du bist. Ich war im Luftkampf. Aua. Ich sehe nicht. Ich sehe vor allen Dingen diesen Kacknebel. Ich sehe nicht. Das ist eine Scheiße. Kannst du ungefähr pingen, wo du warst, oder nicht? Ich sehe ihn. Kann sein, dass er mich übersieht. Ja, der sieht mich. Scheiße. Ach, der hat das ist so eine Mist. Nee, das ist ein anderer. Das ist ein Ah, oh, fuck, die stehen dort und sind versteckt. Die siehst du nicht. Du kommst nie aus dem Cap raus. Oh, fuck. Ah, ja. Scheiße. Ah, das sind aber Dreckspanzer, die Panzer 3, ey. Ja. Okay, ich kann jetzt nur noch Flak machen. Hier vorne sind die gleich. Komm nicht aus dem Cap raus. Ja, ich hab noch eine 500 Kilo. 500 Kilo. So, wenn was ist, fliegt bei mir über den Dings. Ich kann versuchen, euch irgendwas wegzuflacken. Okay. Was ist denn los? Hallo, da, da. Hallo, Kollege Cooper. Was geht? Aber jetzt habe ich beim Überflug gesehen, wo der blöde Dicke Max steht. Naja, da sind mehrere dort hinten. Da ist auch noch so ein Panzer 3, so mit Doppelpanzerung und langen 5 cm Geschütz. Ich seh ihn auch gerade. Dann haut ihn raus, den Drecksack. Bam, hab'n. Sehr gut. Ah, oh, das haben wir weit. Super. Super, wenigstens so ein Erfolgserlebnis. Oh, da. Flakpanzer. Wo? Ich komm nie ran, ne? Und dort in F16, da steht drüber Mike Cooper, den müssen wir abschießen. Red, aber da schießt hier noch nicht. Oh! Ey, ich war nicht am Fußboden! Natürlich warst du nicht am Fußboden. Ich war nicht am Fußboden! Guck in meinen Stream, ich war in der Luft, ich bin einfach explodiert. Es ist halt gar nicht so einfach, was zu sehen. Naja, bei dieser Wetterlage, dieser matschigen. Vor allen Dingen, wie gesagt, also gerade mit dem Flugzeug, du siehst ja gar nicht bei dem Dreckswetter. Und war halt wirklich nicht viel. Ja, aber auch die Panzer können sich gut zwischen den Steinen verstecken. Du siehst die halt echt beschissen. Vor allem die Panzergrauen. Ja.
Ja, Steingrau ist halt eine gute Farbe für diese Maps. Ach, wir losen gerade ab. Mhm. So nicht so schlimm. Ja, das ist halt so. Sind aber auch schon ein paar von Gegner. Also. Da hab ich was, warte mal. Gehabt. Punkt, da. Okay, sehe ich. Ich schieß drauf. Ist getrackt. Steht. Ja, ich hab aber. Nee, da steht nicht, der fährt doch, oder? Wo ist er hin? Kann doch gar nicht sein. Nee, das ist ein Frack, was daneben, der ist an einem Frack vorbei, da stand. Da hab ich den, ich hab doch den T50 getroffen. Ja. Ich hab den T50 hinten in von hinten in den Turm geschossen. Deswegen ging tatsächlich meine Kugel durch, dort ist er. Wo ist er? Ja. Ach scheiße, Entschuldigung, dort ist er nicht. Wo kommt das denn? Das ist der verkehrte STK-Offset, das ist da mit der große 7.5er drauf. Au, von irgendwo kam was, die sind schon ran, genau, bei uns. Wir fehlen genau 50 Punkte, um nochmal zu fliegen. Alter, ne, vom Dings ist auch einer. Ich kann nochmal fliegen und mit 12 7er Brownings drauf. Geil. Dann mach was, ich guck mal rein bei euch. Guck mal, ob ich die STK-Offset finde. Fetter Panzer 4, scheiße. So, Überblick TH. Oh, Alter, das ist ja von oben, ist ja auch noch beschissener, der Nebel, Alter. Ja, du hast ja unten in Sicht von oben. Also unten ist schon scheiße, aber von oben ist ja noch beschissener. Du siehst wirklich kaum was. Von A Richtung Cap kam auch einer gefahren, ne? Aber wo machst du nur? Ach, da. Okay, B. Such die STK auf Set. Sehen sie auch nicht. Die kannst du durchschlagen, das geht aber. Ja, ich weiß, aber ich muss sie erst mal finden. Das siehst du wirklich schlecht. Das ist ja wie. Suche, der findet, wer drauf tritt, verschwindet. Hm. Ja, aber bis du es gefunden hast, bist du reingeflogen. Du weißt schon, dass du nicht durch eine Mauer, ne, und so? Durch den Stein? Durch den Stein kannst. Ja. Ich dachte, ich könnte dich durchwarpen, weißt du so. Durchsneaken. Genau. Wie gesagt, ich habe mit dem Panzer gar nichts gemacht. Ja, ich habe auch kaum was getroffen. Und, na, einen habe ich gekillt, weil ich den umfahren habe, aber dann hat ein anderer vom Berg aus gesehen. Es ging, aber naja. Was ich toll ist man halt, für was? Ich seh halt nicht. Die F6, F-5, was war denn das für ein Flugzeug? Das ist eine Wildcat. Ey, Hellcat. Ne. Oh, ich habe aber jetzt endlich den M3 Lee. Ganz schön. Da haben wir doch was für die nächsten hier und Runden. Mhm. Können wir die mal austauschen hier, komm. Zack. Naja, wir sind schon wieder lange über 30 Minuten, ne? Naja, ging ja heute, ja, ich muss mehr Panzer üben, stellen wir wieder fest, aber ich habe ja bald meine... Wir müssen alle mehr Panzer üben, stellen wir fest. Naja, ja, okay, wir müssen mehr, alle mehr Panzer üben. Naja, ich war ziemlich kacke, also ich hatte immer Pech. Also ja. mit die Panzer, die das Panzer gefahren und nicht so der Brüller, aber das Geflogene war gut. Na, ich bin ja gar nicht geflogen. Gut, da habt ihr dann vielleicht ein paar Punkte noch gemacht, ich ja nicht. Ich habe versucht, derweil ein bisschen zu flacken. Naja, egal. Das in den nächsten Folgen eine und mehr. Flachsrakete. Yeah. Oh yeah. Na gut, ich würde sagen, damit sagt der Michael Cooper mit seiner ganz erotischen Stimme. Ciao. Jetzt machen wir alle erotischen Stimmen, bitte, komm. Aber kann ich nicht. Das war schon gut. Mhm. Ja, nicht vergessen, ein Abo da lassen, mal ein Like da lassen, ruhig ein bisschen am Glöckchen spielen. Ansonsten, wenn es nicht gefallen hat, dann cut it out.